Hallihallöchen, meine Freunde. Und damit herzlich willkommen zurück zu The Crew 2. So, wie komme ich denn hier rein? Ich schnapp mal kurz mir ein anderes Fahrzeug. Vielleicht komme ich einfach mit dem hier nicht rein. Wie wäre es denn damit? So, Achtung, Leute, ich muss hier mal kurz... Warum komme ich hier nicht rein? Kann mir das mal jemand verraten? Naja. Blitzreise. Ich mache einfach mal Blitzreise. Gut, dann sind wir drin. Wenn du maximale Ergebnisse willst, musst du dein Auto wie deine Westentasche kennen. Ach, ich bin von der falschen Seite wahrscheinlich reingefahren. Jeden Hopser, jede Vibration. Denn wenn irgendwas nicht stimmt, kannst du nicht dein Bestes geben. Also achte du auf dein Auto. Ich achte auf dich. So, jetzt darf ich zum Startfeld. Okay, das ist schon hier vorne. So, und jetzt legen wir so richtig los. Erreiche die Top 3. Kein Problem. Trockene Straße, beste Bedingungen. Einen fetten AMG, einen C63 AMG unterm Hintern. Kein Problem, Leute. Da den ersten zu machen. Gezogene Kurve mit viel Gas. Und hier wird es ein bisschen haariger. Aber geht. Perfekt. Wunderbar. So mag ich das. Ich kann komischerweise irgendwie immer besser fahren, wenn keiner vor mir ist. Das ist irgendwie bei manchen anders. Die fahren irgendwie schlecht, wenn niemand vor denen ist. Die müssen immer jemand jagen. Bei mir ist es genau andersrum. Ich kann irgendwie besser fahren, wenn niemand vor mir ist. Ach, hier ist die Stadt und Zielgerade. Ich dachte, wir wären da schon drauf gewesen. Okay, da habe ich jetzt ein bisschen den Anbremspunkt verpasst. Aber nur ein bisschen. Minimalst. So. Immer dieser komische blaue Pfeil oder blaue Punkt in einem Pfeil oder blauer Pfeil in einem weißer Pfeil in einem blauen Punkt, der das den nächsten Checkpoint markiert. Sieht immer ein bisschen seltsam aus. Perfekt. Ah, ich dachte, das hier wäre die Start- und Zielgerade. Stimmt, aber die kommt erst. Und die kommt hier gleich erst. Boah, das gibt bestimmt auch eine sehr gute Rundenzeit. Schauen, ob wir das noch fehlerfreier hinkriegen. Ja, sehr gut, sehr gut. Ah, der war auch gut. Ausgebrochen, aber geht, geht. Das gibt echt eine saugute Rundenzeit. Und davon ist das Ziel. Und wir überrunden die Gegner schon fast. Das ist der Hammer. Zack. Okay, da hat wohl alles zusammengepasst. Ja? Populär. Da gab es wieder ein paar neue Follower. So, und Beute? Wie sieht's, Beute?
Keine Beute. Okay, der Ring ist komplett offen. Ah, da hat man gerade schön gesehen, wie die ganzen Absperrungen weggegangen sind. Aber irgendwie gibt es keine Beute. Seltsam. Wir waren Platz 1. Voll hier der König von allem und es gab keine Beute. Was ist das hier? Live Extreme Series Episode 2. Das ist wahrscheinlich alles. Alles drei, ja, so wie es aussieht. Aber da machen wir erstmal vorher die Rallye ein bisschen. So, wie komme ich da hin? Blitzreise, Wegpunkt setzen, hinfliegen. Blitzreise. Ach, die Beute wurde an mein Hauptquartier geschickt, schön, okay. Wild, leer. Das ist Taxland, nicht meins. Aber das macht nichts. Dadurch konnte ich mich konzentrieren und eine gute Zeit fahren. Nicht doch damit. Ne, wenn, dann fahren wir schon Mercedes. X-Klasse. Nichts Spektakuläres, aber genug, um zu sehen, welche Fortschritte du gemacht hast, wenn du versuchst, sie zu unterbieten. Hier will ich jetzt nicht mehr Motorrad fahren. Three, so. Two, one. Und los geht's. So, ich geh mal hier runter. Dieser Sprung erscheint mir irgendwie logisch. Bam. Sieht ja aus, als würde gleich Heidi ums Eck kommen. Heidi. Heidi. Das war ein bisschen schräg. Oha. Alter Schwede. Oh mein Gott. Das war aber Dusel. Wo fahr ich hin? Meines Willen. Ach, ich bin richtig, oder wie? Ja, tatsächlich. Ich war tatsächlich richtig gerade. Da kommt mein Ghost angefahren. Und überholt mich gleich. Immer nur Luftlinie fahren ist halt auch schwierig, sag ich mal. Vor allem, wenn da Bäume sind. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Bäume. Ah. Oh nein, noch mehr Bäume. Oh. Ich kann doch hier nicht durch die ganzen Bäume und durch die Zäune fahren. Ah, aber offensichtlich kann ich es wohl doch. Okay, wo ist der nächste? Irgendwo da hinten. So, dann geht's hier lang. Naja, eigentlich geht's nicht da lang, aber ich tue es trotzdem. Ach du Scheiße! Diese Rampen immer mal wieder da drin, das ist total krank. Aber, ja, ich glaube, unser Ghost fährt die gleiche Linie. Wir sind also auf dem richtigen Weg. Oh man, also die Streckendesigner, die müssen sich da schon ganz schön was ausgedacht haben. Dass man da nicht ständig irgendwo dagegen heizt. Da ist das Ziel, jawohl. Aber ich verstehe immer noch nicht, warum meine Beute ans Hauptquartier geschickt wurde. Warum ich die nicht gleich aufmachen durfte. Und jetzt sind wir hier irgendwie voll in der Wüste, kann das sein? Sehr seltsam. Das ist nicht so gut für die Aufhängung. Und da sind wir. Bei der Zeit würde ich sagen, du hast den Vogel abgeschossen. Da muss ich wohl gratulieren. Ja. Nicht nur den Vogel. Oh, da hinten hat's Beute. Sehr gut.
Motorblock-Reifen-Performance-Teile. Sehr gut. Die würde ich sogar eigentlich mal da unten, da können wir dann sogar nämlich hinfahren, die würde ich sogar mal einsetzen, die Teile. Dazu muss ich aber zuerst mal hier mein Filter wechseln. Und dann einmal ins Hauptquartier zurück. Beziehungsweise nach Hause. Moment mal, komme ich da überhaupt hin? Ich muss hier hin. Hier muss ich hin, ins Offroad-Hauptquartier. Denn an den Raid-Karren komme ich ja gar nicht ran. In meinem Haus, der steht da gar nirgends drin. Das wäre auch ein bisschen zu viel. Motocross. Okay, ich sollte vielleicht öfters mal in den Dingern vorbei. So. Fahrzeug kaufen. Brauche ich nicht. Hab ja eine. Ich höre eine knarzende Kombi. Nein, ich will damit. Ich will dieses Ding bearbeiten. Performance. Ach, okay, gut, das geht hier. Auch nicht schlecht. So, was haben wir hier? 51. 55. Und danach 60. So, das war Kupplung. Beziehungsweise Getriebe. Kupplung, ja. So, dann geht's hier weiter. Einmal. Zweimal. Hat er jetzt aber... Hat nicht viel gebracht, wa? Hier haben wir nichts. Aber neue Reifen haben wir. 51... Und 59 bringt sogar schlechtere Werte. Also 51. Komisch. Bremsweg wird besser. Und Leistungsstufe wird besser. Also was soll's. Nehmen wir mal. Okay. Da steht einer in mir drin. MK irgendwas. So, schön und gut, aber ich hätte gern ein weiteres Event, und zwar hier unten. Wo sind wir denn jetzt? Jetzt sind wir hier. Ah, komm, dann mache ich da schnell. Nein. Ich will schon dahin. Mache ich da schnell eine Schnellreise, eine Blitzreise. Dann kriegen wir dieses Rennen auch noch hin. Heute geht's durch Bayou. Keine Ahnung, was das soll. Bayou? Bayou. Das ist nur ein schickes Wort für Sumpf. Fahre durchs Wasser und die Strecke ist kürzer. Fahr an Land und du bist schneller. Kombiniere beides und du holst die beste Zeit. Und mach den Wagen bloß nicht schmutzig, ja? Ist mein Wagen. Ich bestimme, was mit meinem Wagen passiert. Den ich übrigens noch umstylen muss. Geht gar nicht, dass das so gelb und schwarz ist. Gib einfach alles, was du hast. Wir werden sehen, ob das reicht, aber keiner kann mehr von dir verlangen. Was ist das hier für ein komischer Kauz? Oh, okay. So geht's schon mal nicht. Da fährt die Vorgabe an mir vorbei. Die Sau. Okay, da geht's durch den Sumpf. Über den Weg ist schneller, aber durch den Sumpf ist es gerader. Naja, zumindest bin ich wieder vorn. Okay, ich glaube, wir sind in Florida. Kann das sein? Dass wir in Florida sind, wo es alles so ein bisschen sumpfig ist?
Oh, da ist eine Schanze. Sehr gut. War zwar eigentlich sinnvoll, denn da hinten muss ich ran, dahin, aber naja, egal. So, hier ist der Checkpoint. Nächster ist hier vorne. Ja, ist schon cool, mit so Geschwindigkeiten durch den Sumpf zu ballern. Hat schon was. Da hinten ist das Ziel. Oh, da steht ein Boot im Weg. Ein Sumpfboot. Die Karre wird so langsam langsamer, aber jetzt kommen wir wieder auf den Weg der Tugend. Und das war's. Ich würde sagen, haben wir geschafft. Na toll, da hinten. Da hinten ist mein Zeug. Meine Beute. Nur her mit der Beute. Motorblock, Reifen und Aufhängung. Da können wir eigentlich gleich mal wieder ausrüsten. Denn jetzt haben wir eh nichts mehr. Jetzt ist quasi nur noch das Live Extreme Series am Ding dran. Wo war das? Tests. Ah, da muss ich auch noch welche machen. Highlights, Standarde. So, einmal zum Hauptquartier. Oder muss ich da überhaupt zum Hauptquartier? Kann ich das nicht auch einfach hier mit F10? Performance. Ich würde den gerne schon ein bisschen umstylen. So, anderer Luftfilter haben wir drin. Dann haben wir hier nochmal eine andere Aufhängung. Haben wir drin. Und nochmal andere Reifen. Haben wir drin. So. Kann ich hier Favorit, den als Favorit für den Dreck. Was ist das hier? Das ist Street Racing, den als Favorit für Street Racing. Ah, dann haben wir auch immer den passenden Wagen im Start. Den als Favorit für Touring Car, ist ja klar. Was hat das hier? Stufe 30, das hat Stufe 99. Da ist unser Walltech schon besser als Favorit und als Favorit haben wir den. Wunderbar. Wie kann ich... Oh, da haben wir auch noch Performance Upgrades. Oha, die hätte ich ja schier vergessen. Ja, nice. Das ist cool, dass es so leuchtet. Perfekt. Und hier hat auch noch was geblunken. Nö. Achso, die sind die gleichen. Ah, deswegen. A Touring Car. Das war dann egal, auf welchen Tourenwagen wir es anwenden. Also hier ist nichts performance-technisch am Blinken. Warum ist jetzt da nicht mehr Favorit angewählt? Sehr seltsam. Ach, da gibt es immer nur ein Favorit. Okay. Ne, dann ist das mein Favorit. Okay. So, was, wie kann ich denn die Farbe meines Wagens ändern? Ja, wo ist der überhaupt? Wie komme ich denn da hin?
Ist doch nicht in meinem Hauptquartier. Der ist doch nicht in meinem Zuhause, oder? Muss ich mal kurz raus und mal hier schauen. Oh. Betreten. Habe ich da vielleicht noch eine Garage, eine geheime Garage irgendwo, die ich nicht, wo ich nicht weiß? Anpassen, Fahrzeug wechseln, F10. Ach so, ich kann hier, glaube ich, die anderen hinstellen, ne? Und da kann ich jetzt den quasi auswählen und jetzt steht der da. Ja, genau. So, und jetzt kann ich anpassen. Ja, wunderbar. Geben wir dem noch ein bisschen andere Farbe. Der muss natürlich zum Fuhrpark gehören. Deswegen kriegt er auch eine eloxierte Farbe. Die hier. Und die Verzierung. Top 100. X-Class. Boah, das sieht eigentlich geil aus. Police. Na, UPS, ach was. Oh, wenn es Jurassic Park gibt, das wäre geil. Da hätte ich jetzt Bock drauf. Russisch. Mit Smileys und so. Wo ist Park Ranger? Na, cool. Rally 8. Was quatscht der da im Fernsehen? Gendarmerie. Der war wohl Österreicher. Der Anonymous TV. Gendarmerie. So, Jurassic Park, Jurassic Park. Da muss doch irgendwo was von Jurassic Park dabei sein. Tiger. So viel Polizei. Lifeguard. Ein Clown. Da ist nichts mit Jurassic Park. Nein, da gibt's nix. Ich will aber gern, da gibt's doch bestimmt Jurassic Park, könnte ich wetten. Ach toll, die werden hier gar nicht angezeigt, schade. Da kann ich hier nicht so schnell durchskippen. Hey, sind da genau die gleichen oder was? Oh nein. Hm. Ja, die kommen mir alle irgendwie gleich vor. Das UPS ist schon lustig. Der das gemacht hat, wohl bei UPS arbeitet? Hm, wer weiß. Hm. Also ich glaube, da kommt kein Jurassic Park. Eco-Benz. Haha, das Schwein. Gut, was haben wir noch? Top 100 waren das. Was ist exklusiv? Aha. Ach, die sind von Ivory Tower. Ah, okay. Also die sind nicht selber gemacht.
Das sind originale Bilder quasi. Aber es ist ziemlich langweilig eigentlich, wenn man so sieht. Oh, was sind das für Kratzspuren? Flaggen. Wir haben aber hier wahrscheinlich auch nichts. Was ist das denn? Deutschland? Ja. Wir haben hier wahrscheinlich auch nichts im Jurassic Park-Style dabei. Aber das würde sehr gut passen zu dem Auto. Also hier dieses Jurassic Park-Auto. Jurassic World vielleicht. Ich glaube, in Jurassic World kam der sogar vor und hatte dann auch so ein bisschen Park-Aufschrift. Das wäre cool. Also wenn jemand zuhört, das gerne bitte noch machen, ja? Jurassic World. Okay, ich glaube, hier kriege ich einen Bart. Ach du Scheiße, wie viele sind denn das? Oh mein Gott. Das sind ja unfassbar viele. Nee. Und dann machen wir so. Und das war irgendwo hier. Wo war das denn? Wo das gewesen ist? Hier. Genau. Das will ich haben. Somit geht das Geschrei auf die Nerven. Was können wir hier machen? Felgen. Oh ja. Der braucht schon andere Felgen. Redet er über mich? Hinten im Fernsehen? Hört sich schon so an. Die sehen cool aus. Die passen. Gucken, ob es noch was Besseres gibt. Aber wobei, die sehen auch gut aus. Felgenfarbe, ah. Nee, lass dir mal ein Chrom. Passt schon. Felgengröße. Muss ich jetzt, kann ich mit der Maus? Nee. Nein, nein, schon Vollgas. Vorne, hinten auch gleich am besten. Ja. So, wie komme ich weiter? Aussehen. Wie? Es gibt nur Felgen oder was? Ach doch, hier komme ich. Bremssattel. Schön rot. So, Felgen, Bremssattel, Felgen, Bremssattel. Wie? Aussehen gibt es genau Felgen und Bremssattel. Okay, gut. Also am Aussehen können wir nicht mehr viel verändern. Die X-Klasse ist so. Okay, dann würde ich sagen, machen wir wieder Fahrzeug wechseln. Schnappen uns wieder unseren favorisierten Lieblings-Benz. Und dann gucken wir mal, was dieses Live Extreme Series zu bieten hat. Aber das, meine Freunde, machen wir erst in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Time to Play hier bei The Crew 2. Und ich bin verleitet, dahin zu fahren. Deswegen setze ich mal schon mal einen Wegpunkt
Und dann machen wir eine Folgenpause und sehen uns dann morgen wieder, wenn es wieder heißt Time to Play. Und dann heiz ich dahin. 4 Zentraldings. Strecke. Was heißt Strecke? Hm? Ach, das ist eine Aufzeichnung, wie ich fahre, oder was? Krank. Nein, brauchst du nicht machen. Gut, so. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns. Und bis dahin, macht's mir gut. Ciao.